schön ist das! Ey Leute, was passiert hier schon wieder, Mann? Mia Samia. Oh, der ist mir sympathisch, das ist ein Bayern-Fan, ich verliere extra, Alter. Der ist mir sympathisch, der Mulherinho. Guter Mann. Gewinnt viel mehr als er verliert. 800 Bewertungspunkte. Ja. Harry Kane, Junge! Harry Kane! Was ist da los? Unbelievable! Wieso habe ich hier nur eine 98? Warum habe ich jetzt eine 98? Ah, Bruder! Es gibt noch einen, der sich auskennt. Mia San für Chris Cross. Mia San für. Was war jetzt denn? War das Bild kurz weg? DOS-Angriff! DOS-Angriff! Habt ihr das gesehen? Das Bild war kurz weg. Habt ihr das gesehen? Boah, geiler Pass. Da kriege ich den ersten schon jetzt rein, Alter. Oh! Khan, ey, was war das für eine. Ey, was war das für eine geile Attacke von Khan? Das ist ja geil, Alter. Habt ihr diesen Move gesehen? Ich will einen Clip haben, Joe. Guckst du noch zu? Er kriegt wieder jeden. Also wenn dieses Spiel schon wieder so läuft, wenn das Spiel schon wieder so läuft, dass er immer wieder an den Ball kommt, dann feiere ich das jetzt schon wieder, das Spiel, heute. Dass er wieder jeden Ball, sage ich mal, so ein bisschen abfälscht. Ich kenne das. Oh ja, er hält ihn auf. Wir sind quitt. Wir sind quitt. Was ist da los, Mann? Ich feier dieses Game. Okay. Jetzt der Mann. Er weiß auf jeden Fall, was er macht. Messi kann er zocken. Oh ja, Vera, da musst du aber vor! Never. Ey, geh da hin, Junge. So schlecht. Ey, Jungs, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich jetzt schon ragen soll und ob ich jetzt komplett ausrasten soll, aber wie der Ball schon wieder da verloren geht, obwohl ich nicht dahin drücke. Wie der Ball da schon wieder so hinspringt, wo ich nicht drücke. Das ist richtig heftig wieder. Ach, krass. Ach, was ich sagen wollte, warum ich mich wieder freue. Es ist ja die Tore-Challenge am Gange. Es ist ja die Tore-Challenge am Start. Chris Cross is on fire. Leute, was ist los, Mann? Wir geben nicht auf. Dieses Spiel jetzt nicht feiern, Alter. Skandal! Sagt mal ganz ehrlich, was das für ein Move war wieder, Alter. Was war das wieder für ein Move, Alter? So ein Müll. Podolski, du hast es gesehen, oder? Dass der dabei dann auf einmal so rübergechippt wird und auf einmal perfekt vor ihm liegt. Die Pesshasen wissen. Die Pesshasen wissen, was geht. Hab auch die ersten Spiele gleich abgebrochen und unspielbar Chancen über Chancen, Torwart hält Weltklasse. Das scheint ja heute richtig gut zu laufen bei allen. Da habe ich nicht hingespielt, schade. Ach komm, Alter. Wir bleiben ruhig. Wir bleiben ruhig und konzentrieren uns. Komm. Wir gehen mal offensiver. Vielleicht wird mal die Taktik gewechselt, wenn es nicht geht anders.
Ey Leute, was passiert hier schon wieder, Mann? Das ist doch nicht normal, Mann! Oh, er steht im Abseits rum, Alter. Er steht einfach im Abseits rum, Harry Kane. Kling doch hinter Puyol. Ist es so schlecht? Kein Spieler bewegt sich bei mir. Gar keiner, Alter. Bei ihm zwei Pässe vors Tor. Kahn hält wie eine Kröte, Alter. Eine Kröte. Ja, Maldini, Alter, warum habe ich dich eigentlich geholt, ey? Unglaublich. Kein Zweikampf wird gewonnen, Alter. Weiter, konzentrieren jetzt, komm. Aber hier ist nichts zu holen, Alter. Nichts. Mann, Alter, wie viele Abwehrspieler sind denn eigentlich bei ihm? Also da hat man ja gar keine Chance. Und ich frage mich halt, wie würden jetzt Profis hier spielen? Guck mal. Wie würden Profis jetzt gegen so ein Spiel, wo nichts zu machen ist einfach, Alter. Bei ihm kommt jeder Pass und jeder Zweikampf wird gewonnen. Wirklich. Ich spiel zu Ronaldo zurück, Mann! Jeder Pass aus der Drehung sitzt, Alter. Erstes Foul, das für mich gepfiffen wird. Bin jetzt schon am Resignieren, jetzt schon keinen Bock mehr auf den ganzen Stream. Geil, Maldini. Was für eine Halbzeit, Alter. Dreimal Lewandowski. Bei mir hat er noch nicht einmal ein Tor geschossen, Lewandowski, Alter. Bei mir hat Lewandowski noch nicht einmal ein Tor geschossen. Genau das gleiche wie bei mir heute. Man könnte meinen, das ist eine Wiederholung von einer Partie von mir. Eier, wir brauchen Eier. Scheiße. Guck mal, da geht durch zwei Mann. Ach, jetzt, du. Kennt ihr das, wenn das Spiel sich so anfühlt, dass es eine komplette Verzögerung für einen ist? Dass es so schwerfällig läuft und bei ihm, guck mal, bei ihm ist ja Computerpressing des Todes, ey. Des Todes, Alter. Boah, der ist wieder nicht davor, Wolf. Ja, ich kann mit Lever auch nicht zocken. Ganz ehrlich, ich kann mit dem auch nicht zocken. Ich schmeiß gleich das Pad aus dem Fenster, Alter. Hier geht's noch, das ist der Erdgeschoss. Boah, ja, bei mir passiert aber auch nur Scheiße. Ist so schlecht! Mach den Ball rein, Mann! Oh ja, Prada zu ihm, warum nicht? Ich spiel dich dahin! Alter, ey, willst du mich verarschen jetzt hier?
Leute, ey, wer da nicht an Scripting Moments glaubt oder an gescriptete Spiele, der tut mir komplett leid, Alter. Was sind das für Aktionen? Ich meine ja gar nicht, dass der hier führt, aber ich meine einfach Aktionen im Spiel, die auf keine Kuhhaut gehen, Alter. Von den Ballverlusten her, was hier passiert und wie die Bälle verspringen. Darum geht's mir gerade. Ist das eine Katastrophe, Mann? Ey, da läuft der schon wieder bei Ronaldo durch die Beine, Mann! Ich kann nicht mehr, ich mach das Ding gleich aus, ehrlich, das kann ich nicht mehr. Egal wie viel Fun ich heute haben wollte mit irgendwelchen Teams, aber wenn man so krank verarscht wird, Alter, kann man nicht mehr spielen. Geh doch entgegen, Beckham! Das ist krank, Alter. Kann doch nicht sein, dass ich alles falsch mache in diesem Spiel. Ich habe 3 Taktiken jetzt ausprobiert. 3. Komplett 3 Taktiken gespielt. Bei ihm ist alles dicht, Alter. Alles. Das ist 10.000% Skript, ich kenne es nur zu gut. Ach, ey, ich habe auf Start gedrückt, Mann! Ich wollte wechseln. Kennt ihr das, wenn man auf Start drückt und er macht es einfach nicht? Ja, jetzt wollen wir mal gucken, was der Lewandowski kann. Guck mal, Ronald, ach, Alter. Oh, die Mucke geht mir auch mega auf den Sack hier, Alter. Doch, Lever kommt jetzt, weil er gut drauf ist. Er spielt mit einem 83er Teamgeist, Leute. Könnt ihr euch das vorstellen? Er spielt mit einem 80er Teamgeist und 5er Kette. 83er Teamgeist, was ist das? Spielt mit dem 5-Sterne-Scout. Boah, wo geht denn der Ball hin? Glaube ich jetzt nicht. Jetzt doch jetzt nicht, ehrlich. Kein Pass kommt mehr an. Krank sein Pressing ist, ey. Nimm den Ball mit! Nimm den Ball mit, Junge! Wir müssen jetzt kämpfen noch für den Unentschieden hier! Ist das Ding endlich mal drin? Chris Cross ist wieder back in the game. Mann, Beckham! Das glaube ich nicht, ne? Was macht Beckham da, Alter? Wie kann man so leicht den Ball verlieren? Weitermachen, Jungs! Weiter! Ciao, ciao, ciao!
Weitermachen! Oh, der ist perfekt! Der ist perfekt! Ja! Wer macht es? Was ist das für ein Comeback? Was ist das für ein Comeback? Ciao! Was ist das für ein Comeback, Mann? Ciao, ciao, ciao! Der Ball kommt durch, Mann! Warum feiern die Auswärtsfans nicht? Was ist da los, meine Pestfreunde? Warum feiern die Auswärtsfans? Das ist das emotionalste Spiel meiner Karriere. Ich will mir Bier holen, auf einmal geht's weiter. Ieri, apertura per Martins. E pronto a Travessone. Dentro per Adriano! 2-2! Incredibile quello che sta succedendo! Incredibile! Komm. Das hat sein 83er Team jetzt gemacht, auf jeden Fall. Da war er einfach nicht schlau genug. Den hätte er auf jeden Fall nicht auf 83 lassen sollen. Beckenbauer, lauf um dein Leben! Lauf um dein Leben! Nein, er kriegt noch eine Chance. Das ist wichtig gewesen, Alter. Endlich mal wieder so ein Spiel hier.